ein paar Wölfe sollten kein Problem sein. Waffen sind das Werk der Menschen, doch Zähne und Klauen wurden von den Göttern gemacht. Du bist zurück? Alexios, was machst du denn hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Praktische Arbeit hilft mir dabei, meine Gedanken zu ordnen. Du magst das Jagen? Ja, es gibt hier meistens Hirsche. Immer wenn ich dich sehe, rettest du Leben. Du beendest sie nicht. Ich sehe kein Problem, wenn man es ausgewogen und mit Respekt vor dem Tier tut. Ein schöner Gedanke. Ich wollte gerade los. Willst du mich begleiten? Ich glaube schon. Das wäre schön. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Wie viele Hirsche kannst du wohl erwischen? Finden wir es heraus. Das Wild ist normalerweise hier. Dareos ist ein guter Kämpfer. Sicher übt er viel. Und das jeden Tag, trotz seines Alters. Mein Vater ist ein Mann weniger Worte.
sieht man selten. Köstlich. Das ist... Sei still. Er wird dich hören. Ich kann es fast schon schmecken. Was soll das? Das macht alles gleich besser. Du bist eine gute Köchin, Nema. Gut genug für die Götter. Es ist ein altes Familienrezept. Meine Großmutter würde sich freuen. Wir sollten alle so genießen wie die Götter. Wir? Götter? Wir können ja eine Weile lang so tun. In Wahrheit bin ich Söldner. Ich jage, um zu essen, wie du. Ich arbeite für Drachmen, wie du. Ich ziehe immer weiter, wie du. Doch ich sehe den Adlermann in dir. Deine Taten sind nicht nur Legende. Nach allem, was in Makedonien geschah, kannst du wohl nicht hierbleiben. Ich weiß nicht. Wir laufen immer weg, seit ich ein Kind war. Meine Mutter fand immer einen Weg. Egal, ob am Straßenrand oder in einer Höhle. Sie wärmte uns, beschützte uns. Sie gab uns ein Zuhause. So werde ich mich wohl nie wieder fühlen. Ist sie tot? Sie starb vor Jahren, wie meine Geschwister. Es war der Orden. Damals sah ich meinen Bruder Natakas zum letzten Mal. Was ist mit dir? Mit deiner Vergangenheit? Auch ich hatte nie ein Zuhause. Ich musste immer für mich selbst sorgen, in der Hoffnung auf so etwas wie... Geborgenheit. Ich habe sie nie gefunden. Wie auch immer, ich glaube ohnehin nicht daran. Wir werden von der Vergangenheit geformt, aber nicht bestimmt. Du sagst, sie sind Perser? Dareios behauptet, König Xerxes getötet zu haben. Ha! Das glaubst du doch nicht, oder? Ich glaube es. Von allen Lügen, die er erzählen könnte, wäre diese die unglaubwürdigste. Diese Lüge wäre Dolos würdig. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Dareios sagt, dieser Orden der Ältesten sei hier, um mich zu suchen. In der Notiz war auch die Rede von anderen, die... Es gibt noch andere wie dich? Wenn ich ihm Glauben schenke, ja. Aber woher weiß ich, dass Dareios nicht für den Kult oder für den Orden selbst arbeitet? Er hat doch gehört, dass du ein großer Krieger bist. Vielleicht braucht er dich für den Kampf gegen den Orden. Wenn er nicht dazugehört. Die Frage ist doch... Vertraust du ihm? Ich vertraue Dareios. Er ist voller Rätsel, aber kein Lügner. Das klingt, als müsstest du zurück zu den Persern, wenn du wissen willst, was wirklich vor sich geht. Dareios verbirgt etwas. So viel ist klar. Dann sei vorsichtig. Sein Geheimnis könnte eine Falle sein. Ich werde so vorsichtig sein wie er. Genau das macht mir Sorgen.
Komm schon. Dieser sture alte Mann, er sucht auf eigene Faust nach dem Jäger. Was denkt er sich? Er sagt immer, ich arbeite allein. Aber so wird er wahrscheinlich auch allein sterben. Er braucht meine Hilfe, unsere Hilfe. Väter glauben immer, alles besser zu wissen. Du hast die Narben gesehen. Es werden mehr mit den Jahren. Wir müssen ihm bei der Suche nach dem Jäger helfen. Also, was jetzt? Mein Vater folgt seinen Hinweisen, aber ich habe meine eigenen. Der Jäger befehligt seine Handlanger, während er versteckt bleibt. Wir müssen sie finden und sie zwingen, uns zu verraten, wo er ist. Zeig mir, wo sie sind, und ich bringe sie zum Reden. Einer der Handlanger des Jägers rekrutiert Einheimische für seine Todeseinheit, um dich zu finden. Das habe ich auch meinem Vater erzählt. Ich hatte auch eine Vertraute, die den Orden ausspionieren sollte. Sie wurde zuletzt im Sumpfgebiet gesehen. Ich suche dort nach ihr. Außerdem erkrankten in dem Dorf Potidea viele Menschen. Ich habe den Orden im Verdacht. Ich gehe diesen Spuren nach, um den Jäger zu finden. Ich höre nehme. Wir sehen uns in Potidea. Ich muss dort Untersuchungen anstellen. Na los! Informationen über den Jäger finden. Wie schwer kann das schon sein? Wenn du mein Problem nicht lösen willst, bin ich nicht interessiert. Oh, der Söldner mit dem Adler. Ah, Alexios, du bist da. Großartig, das ist... noch jemand. Wenn ihr hier nichts Wichtiges zu erledigen habt, sollten wir unsere kleine Gruppe auflösen. Bitte, mir geht's gut. Ehrlich. Der Mann hat Angst. Wohin führst du ihn? Das geht dich nichts an, Söldner.
Jedes Anzeichen von Krankheit muss ausgemerzt werden, um jeden Preis. Du musst der Archon sein, der Protidea verantwortet. Erzählt mir von dieser Krankheit. Die Kunde scheint sich schnell zu verbreiten. Genau wie diese üble Plage. Diese Idioten stecken sich schneller an, als wir ein Heilmittel finden können. Ich hörte, es gäbe eine Ärztin in diesem Dorf. Wir suchen sie. Wer nicht? Diese Malakas ist auf der Suche nach Zutaten. Ich habe schon Männer nach ihr geschickt. Wenn du so viel Zeit für Geplänkel hast, warum hilfst du nicht einfach? Ich finde diese Ärztin. Gut, tu das. Sie ist nie da, wenn man sie braucht. Wenn du sie nicht findest, brauchst du nicht zurückzukommen. Wenn du dir das einfängst, was hier grassiert, werde ich auf einem der Leichenkarren Platz machen müssen. Nur weiter so. Dann braucht das Platz auf dem Karren für jemanden deiner Größe. Drohe mir nicht, Söldner. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Du musst doch wissen, wo sich die Ärztin ungefähr aufhält. Diese Malakas ist in den Wald gegangen. Sie murmelte etwas von Zutaten. Eine Plage, ein niedergebranntes Dorf. Das ist kein Zufall. Natürlich ist das kein Zufall. Wir wurden verflucht. Ich schau mich um. Treffen wir uns wieder hier, wenn du fertig bist. Der Ort untersteht dir. Du musst doch eine Ahnung haben, was diese Krankheit ist. Ich weiß nur, dass sie ausgebrochen ist, als das Dorf brannte. Du scheinst etwas über die Brände hier zu wissen. Ich weiß gar nichts und ich will nichts damit zu tun haben. Es gibt unzählige Wälder in Makedonien. Wo genau soll ich die Ärztin suchen? Irgendwo östlich von Potidea, wenn man der Küstenlinie folgt. Ich habe einige Männer nach ihr ausgesandt, aber sie sind noch nicht zurück. Ich kümmere mich jetzt um die Ärztin. Bitte, beeile dich. Das ist diese nichtsnutzige Ärztin, wenn ich die in die Finger kriege. Essig! Du bringst eine hübsche Belohnung an. Ich hab sie. Und auf geht's. Was ist hier passiert? Hey. Was sollen wir mit dir tun? Danke. Diese Männer waren... Oh! Du bist der Adlermann. Du musst die Ärztin aus Potidea sein. Der Archon sucht schon nach dir. Natürlich tut er das. Ich wusste doch, dass etwas nicht stimmt, als seine Wachen auftauchten und mich angriffen. Er scheint extreme Maßnahmen zu ergreifen. Das stimmt. Und obwohl ich seine Sorge um das Dorf gut verstehen kann, sollte das nicht auf Kosten Unschuldiger gehen. Gehen wir zurück nach Potidea. Noch nicht. Banditen haben meine Zutaten gestohlen und versteckt. Nur mit ihnen kann ich das Dorf retten. Unschuldige könnten ihr Leben verlieren. Ich besorge deine Zutaten. Wie erwartet bist du so gütig, wie du aussiehst. Ich danke dir für deine Hilfe. Du musst einen Plan haben, um die Dorfbewohner zu retten. Diese Krankheit, sie tötet langsam durch Ersticken. Doch meine Arznei ist die Lösung. Das Dorf verlässt sich auf mich. Und nun verlässt es sich auch auf dich.
Ich besorge die Zutaten. Und ich gehe zurück ins Dorf und bereite sofort mehr von meiner Arznei zu. Wir sehen uns in Partida. Ich gehe zurück in die Stadt. Bring meine Zutaten dorthin. Männer des Ortschaftes sind ein seltsames Signal zu machen. Ruderer auf Position! Diese Zutaten sind nicht aus der Gegend. Ich sollte zurück zum Ernst. Du hast uns vergiftet! Wie erwartet, die...
Was geht hier vor sich? Alexios, ich habe Gift in der Wasserversorgung gefunden. Das ist sicher das Werk des Ordens. Söldner, du bist heil zurückgekehrt. Hör zu, wenn ich mit dir rede. Du versuchst uns zu sabotieren. Leugne es nicht. Archon, bitte beruhige dich. Die Leute haben deine Arznei getrunken und sind dennoch gestorben. Dein Heilmittel ist nutzlos, genau wie du. Bitte beruhige dich, Archon. Die Arznei dieser Ärztin hat alles nur noch schlimmer gemacht. Wie erwartet ist die Ärztin an allem schuld. Ich wollte nur helfen. Doch jemand wie du, der es vorzieht, Probleme mit Gewalt zu lösen, wird das wohl kaum verstehen. Genug! Einer von euch steckt hinter all dem. Und ich finde heraus, wer es ist. Komisch, dass du die Ärztin von Wachen verfolgen lässt, Archon. Erklär mir das. Wovon redest du da? Ich habe nichts dergleichen getan. Wachen, ergreif den Söldner! Tötet den Söldner! Ha!
beeindrucken. Wie erwartet bist du ein guter Kämpfer. Sein Verfolgungswahn trieb ihn zu grauenhaften Taten. Ich kann leider nichts für die Menschen hier tun. Seinetwegen vertrauen sie mir nicht länger. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Adlermann. Wie liefen die Nachforschungen? Ich fand diese Notiz. Was hältst du davon? Meine Wölfe heulen, meine Eber knurren und meine Krähen verschwören sich. Alles für das Blut des Verdorbenen. Du wirst ihn mir bringen, wie erwartet. Also befehle ich der Jäger Tiere, die sich normalerweise gegenseitig zerfleischen. Na toll, etwas, worauf ich mich freuen kann. Das war der Orden? Das haben sie unseretwegen getan, um uns herauszulocken. Vater hatte recht. Nun verstehe ich, warum wir uns verstecken, warum wir fliehen. Das ist meine Schuld. Wir taten, was wir konnten. Mehr war nicht möglich. Hab Dank, Alexios. Wir treffen uns im Versteck. Dort reden wir. Τάχιστα με απελθύνει. Πάψε.